Als ich jünger war, so mit 16, 17 Jahren, und noch Fußball spielte, ging ich hier oft laufen. Dort sehen Sie das Werksgelände von Northvolt. Die Anlage ist noch im Bau. Als das Projekt startete, taufte man diesen Hügel Skeptikerhügel, weil niemand an die Fertigstellung glaubte. Helena ist hier geboren, im schwedischen Norrland. Diese wilde und dünn besiedelte Region ist im vollen Umbruch. Inmitten der arktischen Tundra wurde eine riesige Fabrik aus dem Boden gestampft. Sie stellt Akkus für E-Fahrzeuge her. Heute zweifelt niemand mehr. Die Produktionsstätte ist da. Sie soll auch noch in diese Richtung erweitert werden. Unsere Stadt steht im Mittelpunkt der grünen Energiewende in Europa. Helena Rennström leitet die Stabsstelle für Kommunikation im Rathaus von Skellefteå, der Kleinstadt mit der Gigafactory. Heute steht sie vor einer Giga-Challenge. Sie muss 10.000 Arbeitskräfte und ihre Familien davon überzeugen, sich am Polarkreis niederzulassen. Als Standort wählen Unternehmen nicht unbedingt auf Anhieb Nordschweden. Wir müssen deshalb gut für uns werben. Um für Skellefteå zu werben, tätigt die Stadt enorme Investitionen, die das Lebensumfeld der Bevölkerung verbessern sollen. Wir investieren in Schulen, Kindergärten und in eine Schnellfahrtstrecke für Züge. Wir investieren in die Wasserversorgung und den Wohnungsbau. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und grüne Energie. Die ganze Region investiert. Fest steht, unsere Region wird eine führende Rolle für unser aller Zukunft spielen. Was uns in Skellefteå gelingt, wird uns überall gelingen. Norrland, das direkt am Polarkreis liegt, soll Schauplatz der grünen Industriewende werden, die den Schweden vorschwebt. Die Fabrik für E-Batterien in Skellefteå wurde als erste in Betrieb genommen. Sie wird zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben und soll bald jährlich 1 Million Elektrofahrzeuge mit Akkus ausstatten. Doch das ist erst der Anfang einer Reihe von weiteren geplanten Megaprojekten. Stahlwerke, die mit Wasserstoff statt mit Kohle betrieben werden. Eisenerzminen, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Und Internetserver, die mit erneuerbarer Energie laufen. Schweden wirbt mit einem neuen Industriemodell, einer CO2-freien Schwerindustrie. Obwohl diese grüne Wende international vorbildlich klingt, zieht sie den Zorn von Umweltschützern auf sich. Angeführt werden die Proteste vom berühmtesten Teenager Schwedens. Greta Thunberg prangert den massiven industriellen Ausbau an, der nur dem Namen nach grün und dessen einziges Ziel nur weiterer Konsum sei. Für die junge Aktivistin geht die angebliche grüne Industriewende vor allem auf Kosten der Sami, des letzten indigenen Volks in Europa. Die Sami leben seit 4000 Jahren in dieser Region. Ihre pastorale Lebensweise wird vom Rhythmus der Rentierwanderung bestimmt. Die Rentierzucht erfordert weite, von menschlicher Aktivität unberührte Gebiete. In Schweden gibt es nur noch 20.000 Sami. Sie haben Angst, dass ihre Kultur für die Industrie geopfert wird und ausstirbt. Obwohl die grüne Industriewende noch ganz am Anfang steht, hat Jürgen Steenberg bereits ein großes Problem. Windräder. Seit 10 Jahren sind sie die Energieform mit dem größten Zuwachs in der Region.
Wir kommen jetzt in einen Windpark, der vor nicht allzu langer Zeit gebaut wurde und sich mitten auf Sami-Territorium befindet. Er besteht zwar aus mehreren einzelnen Windfarmen, aber insgesamt ergibt sich doch das Bild eines großen Windparks. Jürgen ist Rentierzüchter und Sami. Sein hoher Norden schrumpft heute täglich. Auf seinen Weiden stehen bereits 5 Windfarmen. 9 weitere sind in Planung. So, wir sind jetzt mitten im Park, am Fuß eines der Windräder. Wenn ich hier stehe, fehlen mir wirklich die Worte. Es tut mir weh, an Orten zu stehen, an denen ich Elche gejagt und durch die ich meine Rentiere getrieben habe. An denen mir mein Vater beigebracht hat, mich mit der Natur zu verbinden. Diese Orte gibt es jetzt nicht mehr. Seit die Metallriesen hier stehen, kann Jürgen seine Rentiere nicht mehr durch dieses Gebiet treiben. Mehrere wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich Rentiere im Umkreis von 3 Kilometern um ein Windrad gestört fühlen. Das Volk der Sami erhielt zwar vor einigen Jahren ein Nutzungsrecht für diese Gebiete, doch sie bleiben staatliches oder privates Eigentum. Gegen die Industrie haben die Sami oder ihre Rentiere keine Chance. Auf dieser Karte habe ich die Siedlungsgebiete eingezeichnet, wo Häuser stehen. Sie sind keine direkte Bedrohung, aber die Rentiere dürfen nicht in ihre Nähe. Hier sieht man die bereits gebauten Windparks und für jedes Windrad die Störzone für die Tiere. Die grünen Flecken sind bewirtschaftete Forstgebiete, die man nicht betreten darf. Und hier befindet sich eine riesige Mine. Das Problem bei Minen sind der Lärm und die Industrieaktivität, die über Tage stattfindet. Das ist das Ergebnis, wenn man all diese Störfaktoren zusammenzählt. Minen, Windpark, Holzeinschlag und so weiter. Wie sollen sich unsere Rentiere auf diesem Gebiet ungestört bewegen, wie sie es seit Tausenden von Jahren getan haben? So sieht Kolonialismus heute aus. Es gibt keine Grenzen. Der Mensch dringt immer weiter in die Wildnis vor, um sie auszubeuten. In der Kleinstadt Skellefteå sind die Sorgen der Sami scheinbar weit weg. Hier hat der Fortschritt Vorrang. Die Ansiedlung des Batteriewerks gilt als Glücksfall. Helena Rennström ist zu einer Zeit geboren, in der die Minen und Fabriken alle nacheinander schlossen. Als ich Anfang der 90er Jahre die Schule beendete, war die Arbeitslosigkeit hier sehr hoch. Wirtschaftlich ging es Schweden schlecht, vor allem im Norden. Viele gingen weg, um woanders zu studieren oder zu arbeiten. Nach der Schule habe ich selbst in Paris gelebt, dann in Helsinki, Stockholm, Umeå, aber auch in Phoenix, Arizona und in Dunedin in Neuseeland. Insgesamt war ich fast 20 Jahre lang im Ausland. Danach bin ich nach Skellefteå zurückgekehrt. Nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland wurde Helena Kommunikationschefin einer Stadt, deren Zukunft aussichtslos schien. Doch 2017 geschah das Wunder. Northvolt wählte Skellefteå als Standort. Seitdem werden massenhaft Arbeitskräfte angeworben. Im Werk selbst, aber auch in Branchen, die dadurch mitgezogen werden. Baugewerbe, Gastronomie, Geschäfte. Jede Woche trifft sich Helena mit Unternehmern in Skellefteå, die händeringend Arbeitskräfte suchen. Wir haben derzeit rund 1500 Arbeitslose für mindestens 3000 offene Stellen. Wir haben also nicht einmal genug Arbeitslose für alle Arbeitsplätze.
Manche wissen, dass es sich in Skellefteå gut leben lässt. Aber unsere Aufgabe ist es, so vielen Menschen wie möglich unser Potenzial aufzuzeigen. 10.000 neu geschaffene Arbeitsplätze bis 2030. Das entspricht 40.000 neuen Einwohnern. Damit würde sich die Bevölkerung in weniger als 10 Jahren verdoppeln. Um Arbeitskräfte in den hohen Norden zu locken, setzt Helena gezielt auf Werbeanreize. Ich schlage vor, Videoporträts von Leuten mit interessanten Berufen zu machen, die man hier nicht für möglich halten würde. So will sie dem Klischee von einer maroden Stadt in eisiger Kälte entgegenwirken. Skellefteå ist im Sommer am schönsten. Man kann baden gehen. Und die Sonne scheint bis Mitternacht. Unser Ziel ist es, allen Neuankömmlingen zu zeigen, wie ihr Leben hier aussehen könnte. In Skellefteå kann man eine gute Balance zwischen Privatleben und Karriere finden. Auf der Suche nach Mitarbeitern muss der Batteriehersteller weit über die schwedischen Grenzen hinaus rekrutieren. Fatosh stammt aus Ankara in der Türkei. Die 31-jährige Chemieingenieurin lebt seit 8 Monaten hier. Sie hatte noch nicht oft Gelegenheit, baden zu gehen. Die Region ist sehr schön. Sie ist sehr grün. Es gibt viele Wälder, Flüsse, Seen. Die Natur ist wunderschön. Aber der Winter ist schon hart. Manchmal ist es so kalt. Minus 20 oder minus 30 Grad. Aber am schlimmsten ist die Dunkelheit im Winter. Manchmal sieht man die Sonne nur 1-2 Stunden am Tag. Das ist schon hart. Für Fatosh war es nicht leicht, sich 3000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt einzuleben. Am Anfang habe ich Übersetzungs-Apps genutzt, um die Namen der Produkte zu entziffern. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Zum Beispiel gibt es hier nur grüne Oliven, keine schwarzen. Das ist türkischer Joghurt. Den verwende ich jeden Tag zu fast jedem Essen. Bei Northvolt hat die Ingenieurin die Aufgabe, den Herstellungsprozess der Spitzentechnologie zu optimieren. In der vorgelagerten Fertigungseinheit stellen wir die Materialien für die Kathoden her, die als Rohstoff für die Batterien dienen. Wir verwenden Nickel, Kobalt und Mangan für die Herstellung. Unter den 3000 Beschäftigten sollen schon über 100 Nationalitäten vertreten sein. Lauter junge Ingenieure und Techniker, die gekommen sind, um Teil der grünen Industriewende zu werden. Gehen wir zum Kontrollgang in die Halle. Ja, let's go. Fatosh ist überzeugt, dass sich ihr Einsatz auszahlt. Sie hat ihre Karriere in einer Raffinerie begonnen. Ich bin so froh, hier zu sein. Ich habe jetzt ein viel besseres Umweltgewissen, weil ich früher in der Erdöl- und Erdgasbranche gearbeitet habe. Heute wird die gesamte Technologie von Verbrennungs- auf Elektromotoren umgestellt. Ich bin froh, Teil dieses Wandels zu sein, der dafür sorgt, dass Erdöl bald ausgedient hat. Fatosh ist eine der dienstältesten Beschäftigten der brandneuen Gigafactory. Das Gelände, auf dem ich arbeite, ist über 150 Hektar groß. Fast 3000 Menschen kommen jeden Tag hierher. Hier stellen wir die Batterien von Anfang bis Ende her.
Jetzt kommen wir zu meinem Arbeitsplatz, wo ich während des Betriebs verschiedene Abläufe kontrollieren muss. Dieser Bereich ist vertraulich. Ich muss mich verabschieden. Die wirtschaftlichen Herausforderungen sind gigantisch. Die Hersteller von E-Batterien werden vielleicht nicht die Umwelt retten, doch die globale Automobilindustrie zählt in den nächsten Jahrzehnten auf sie. Im borealen Territorium der Sami scheinen E-Batterien, Fabriken und E-Autos sehr weit weg zu sein. In der Tundra folgt Jürgen seiner Herde. Die Rentiere wandern auf der Suche nach Flechten ständig weiter. Bereit, Jungs? Heute ist Jürgens Team mit von der Partie. Es ist der Beginn der Weidewanderung. Einer der wichtigsten Momente des Jahres. Jetzt beginnt die große Frühjahrswanderung. Wir werden mindestens 20 Kilometer in Richtung der Weidegründe zurücklegen, wo die Rentiere den Sommer verbringen. Wir machen das jedes Jahr Ende März, Anfang April, wenn das Wetter es zulässt. Jürgen besitzt über 4000 Rentiere. Er teilt sich mit anderen Züchtern ein 250 Kilometer langes Gebiet. Aber selbst hier am Rande Europas sind die Auswirkungen der globalen Industrie spürbar. Es ist jetzt schon schwierig für die Rentiere, etwas zu fressen zu finden. Durch Wärmespitzen bildet sich Eis, das die Flechten versiegelt. Und wir verlieren riesige Weideflächen, weil sie in Industriegebiete umgewandelt werden. Für uns ist das eine große Bedrohung. Wenn das Land seine Spiritualität verliert und Industriegebiete den Platz der Natur einnehmen, verliert der Mensch auch ein Stück seiner Seele. Ab dem 17. Jahrhundert kolonisierten die Schweden die Sami auf brutale Weise. Diese Wunde ist noch nicht verheilt. Mein Vater war Rentierzüchter, ebenso wie seine vier Brüder. Ich bin in dieser Umgebung aufgewachsen. Doch ich habe als Kind kein Samisch gelernt. In der Schule wurde nur Schwedisch gesprochen. Die Sami-Sprache wurde nur mit Hunden und Rentieren gesprochen. Im Alter von 16 Jahren lernte ich dann Sami aus einem anderen Dorf kennen. Ich entdeckte meine Kultur. Das war wie ein Licht, das mich leitete. Von da an gaben meine Wurzeln meinem Leben einen Sinn. Nach Jahrhunderten der Zwangsassimilation erhalten die Sami erst ganz allmählich Wiedergutmachungen. Doch jetzt stehen sie vor einer neuen Bedrohung ihrer Lebensweise. Die Geschichte der Kolonisierung der Sami nimmt nur einen kleinen Platz in dem frisch eröffneten Museum in Skellefteå ein. Die Stadt und ihre Marketingchefin präsentieren Neuzugezogenen lieber die Erfolgsgeschichte des Neuanfangs. Skellefteå wurde 1845 gegründet, hat aber in seiner Geschichte mehrere Entwicklungsphasen durchlaufen. Nicht zuletzt, als in der Region Goldvorkommen entdeckt wurden. Das Gold verhalf der Stadt zu Wohlstand und ließ sie schnell wachsen. Heute scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Diesmal dank der erneuerbaren Energien und der Produktion nachhaltiger Batterien. Der Run auf das grüne Gold in Skellefteå bringt auch eine Zuzugswelle ins Rollen. Der Immobilienmarkt boomt. Das sind Häuser, die bald fertiggestellt werden sollen. Wir werden jedes Jahr rund 4000 neue Einwohner aufnehmen. Das bedeutet, dass wir viel mehr Häuser bauen müssen. Das Schwierigste bei diesem Ausbautempo ist für uns, sowohl schnell als auch nachhaltig zu bauen.
Auf seinem Weg zu Europas Hauptstadt für E-Batterien hat Skellefteå bereits sein Aushängeschild. Mit 20 Stockwerken und über 80 Metern ist das Sara-Kyltehus das zweithöchste Holzgebäude der Welt. Es ist der ganze Stolz der Stadt. Helena präsentiert es gerne. Hey Patrick. Hallo Patrick, lange nicht gesehen. Ja. Extra für uns hat sie sogar einen der Entwickler eingeladen. Das Sara-Kyltehus hat Signalwirkung für die ganze Region. Fortschritt und Umweltschutz sind gleichzeitig möglich. Wir haben die Solarpaneele an der Fassade angebracht, damit sie auch im Winter trotz des Schneefalls funktionieren. Wir haben hier im Norden so viel Licht, dass das sehr effizient ist. Dieses Gebäude steht für innovative Spitzentechnologie. Es wurde vollständig von lokalen Akteuren entworfen und erzeugt seine eigene Energie. Ein Symbol für das grüne Image unserer Stadt. Das Hochhaus soll bald eine Meisterleistung vollbringen. Es soll mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Dieser Raum beheizt das Gebäude im Winter. Und im Sommer gewinnen wir umgekehrt die Wärme mit Hilfe von Pumpen zurück, um das Wasser im Pool zu erwärmen. Die ökologische Wende wurde uns nicht in die Wiege gelegt. Sie ist eher eine Philosophie, die uns zwingt, immer besser zu werden. Ich glaube, dass diese Revolution hier in Nordschweden und den Ländern des Nordens ihren Anfang nehmen wird. Während man darauf wartet, dass die grüne Revolution an Fahrt aufnimmt, droht im hohen Norden auch Langeweile aufzukommen. Das E-Batteriewerk bietet seinen Mitarbeitern deshalb in ihrer Freizeit viele Aktivitäten an. Hallo! Am Wochenende trifft sich Fatosch mit Kollegen, eine Italienerin und ein Philippiner. Paddle-Time! Machen noch andere Leute mit? Ich denke schon. Da Northvolt den Kurs organisiert hat, werden viele kommen. Ich glaube, heute wird es einfacher als damals beim Curling. Weißt du noch? Oh ja, das hoffe ich. Das war so schwer. Es ist ja alles neu für uns. In der Türkei gibt es kein Curling. Das Leben hier, die Kultur, alles ist so anders. Skellefteå will auch hier Schritt halten. Heute gibt es eine Einführung in Paddle-Tennis. Diese Sportart wird in ganz Europa immer populärer. Willkommen. Hello. Wir spielen jetzt Paddle-Tennis. Schnappt euch einen Schläger und kommt auf den Platz. Ihr habt da eine kleine Schlaufe, um den Schläger am Handgelenk zu befestigen. Steckt eure Hand hinein und haltet den Schläger wie einen Hammer fest. Mhm. So habt ihr einen guten Griff für die Vorhand und die Rückhand. Diese vom Unternehmen finanzierten Freizeitangebote fördern Kontakte zwischen den Mitarbeitern, die neu in der Region sind. Hierher kommen Menschen aus aller Welt. Aus Afrika, aus den USA, aus Europa, Kanada und so weiter. Es ist toll, diese Begegnungen zu haben. Ein so multikulturelles Umfeld findet man sonst nirgends. That's a great serve. Die Mitarbeiter sind jung, akademisch ausgebildet und verdienen gut. Und es verbindet sie eine gemeinsame Überzeugung: der Kampf gegen die Klimaerwärmung. Weil wir so weit von der eigenen Familie entfernt sind, müssen wir uns gegenseitig helfen. Es ist schön, hier auf Menschen zu treffen, die die gleiche Vision und die gleichen Werte haben. Northvolt engagiert sich in allen Bereichen für seine Mitarbeiter. Fatosch bekommt vom Unternehmen eine Wohnung auf Zeit in einem dieser Häuser gestellt, bis die Stadt ihr etwas Besseres anbietet.
Hier leben viele Mitarbeiter von Northvolt. Wir nennen diese Straße übrigens auch Northvolt-Straße. Diese Häuser wurden Ende letzten Jahres gebaut. Sie sehen ein bisschen aus wie IKEA-Häuser. Außerdem haben wir fast unsere ganze Einrichtung bei IKEA gekauft. Die junge Türkin beginnt sich im hohen Norden wohlzufühlen. Erst recht, seitdem ihr Mann letzten Monat nachgekommen ist. Auch er arbeitet bei dem Batteriehersteller. Ich setze mich ins Wohnzimmer. Mein Schwedischkurs fängt gleich an. Es hieß, Schweden seien nicht so warmherzig und eher kühl. Ich finde das gar nicht. Wenn ich um etwas bitte, helfen sie uns. Sogar auf der Arbeit habe ich viele schwedische Freunde, die sehr gastfreundlich und sympathisch sind. Warum sie sich selbst nicht nett finden, verstehe ich nicht ganz. Fatosh, hallo. Wie geht es dir? Gut, danke. Und dir? Sehr gut, danke. Du fährst also nach Finnland? Ich versuche es auf Schwedisch zu erklären. Ich reise am Freitag nach Finnland, bleibe 2 Tage und fliege dann zurück. Es ist mir sehr wichtig, Schwedisch zu lernen. Wenn wir uns dafür entscheiden, hier zu leben, müssen wir lernen, mit den Menschen zu kommunizieren. Wer ihre Sprache nicht versteht, kann auch ihre Kultur nicht verstehen. Die ersten Monate waren schwierig. Nun sieht die türkische Ingenieurin eine Perspektive für sich in Schweden. Vielleicht bekommen wir hier ein Kind, vielleicht auch 2. Keine Ahnung. Wir möchten aber bleiben und unsere Kinder hier großziehen. Jürgen hat nicht die Absicht, seine Lebensweise zu ändern. Er versucht vielmehr, sie zu erhalten. Das ist getrocknetes Rentierfleisch. Es wird seit der Antike auf diese Weise konserviert. Uns sichert es ein Einkommen und es schmeckt sehr gut als Snack. Jürgen ist nicht nur Rentierzüchter, sondern auch ein anerkannter Künstler. Er ist eine große Stimme des Joik, des traditionellen Gesangs der Sami mit schamanischen Anklängen. Das ist meine traditionelle Sami-Tracht mit vielen kleinen Details, die zeigen, welcher Familie ich angehöre. Das sind die traditionellen Farben. Grün steht für die Natur mit ihren Bäumen. Rot ist das Feuer, gelb die Sonne und blau steht für das Wasser. Dieses Lied handelt von der Ausbeutung unseres Landes. Es erzählt, wie die Weiden für unsere Rentiere auf ein winziges Fleckchen zusammenschrumpfen. Um ehrlich zu sein, beschreibt es eine düstere Zukunft. Jürgen nutzt den Gesang, um eine politische Botschaft zu transportieren. Jürgen, du stehst auf der größten samischen Bühne und wirst Joik singen. Wie fühlst du dich vor diesem Auftritt? Ziemlich gut. Vor kurzem trat er in dieser Fernsehshow auf, einem Wettbewerb zwischen Sami aus Schweden, Norwegen und Finnland, die alle die gleiche Sprache und Kultur teilen. Oh.
Und der Gewinner ist Jörgen Steenberg. Ich denke an alle Viehzüchterfamilien, die mit ihrem Schmerz leben. Ich hoffe, dass dieses Lied ausdrückt, was Worte nicht sagen können. Über 4 Länder verstreut soll es insgesamt ungefähr 100.000 Sami geben. Das sind 0,01% der Bevölkerung des europäischen Kontinents. Keine Gesellschaft verändert sich ohne Engagement. Das können Menschen sein, die auf die Barrikaden gehen oder Menschen, die Kindern Joik beibringen, so wie ich es tue. Das ist auch ein Akt des Widerstands gegen einen Staat. So gebe ich meinem Volk die Möglichkeit, weiter zu existieren. Als Antwort auf Schwedens Weg in Richtung einer sogenannten grünen Industrie will Jörgen die Stimme seines Volkes erklingen lassen, damit die Sami nicht zu Kollateralopfern der europäischen Energiewende werden.